Tessa sucht neue Freunde. Gönnt euch den Shit, gönnt euch. Ja, das ist gut. Gönnt euch die toten Tiere. Ein mächtiges Trio. Wir freuen uns riesig. Und wie? Und Jan dreht auch am Rad. Sag nicht so. Alter, so noch viel mehr gibt es in der zweiten Folge von Kampf der Reality Stars. Woo! Hey Leute, die letzte Folge hier mit der großen Entscheidung, wo dann Sharon Trovato rausgekickt wurde und Mauro ein bisschen sauer wurde, weil ein kleiner Spruch gegen ihn gedrückt wurde. Und genau da starten wir wieder, weil Mauro immer noch sauer ist. Oh nein. Weißt du was, die können mich gleich mal am Arsch lecken. Wenn ich so weitermachen, reise ich heute noch ab. Irgendwann reicht's, ja. Was zu viel, es ist zu viel. Wann genug, es ist genug. Es reicht jetzt auch mal. Der arme Mauro wurde anscheinend komplett fertig gemacht und seit Beginn dort zerstört. Nein, wurde er nicht. Allerdings, der kleine Spruch, den Jan gedrückt hat, der zerfetzt ihn gerade innerlich. Und was ist wirklich passiert? Jan, der ihm wörtlich sagte, nächstes Mal ein Schnaps weniger. Und das war's. Das findet Mauro zu respektlos. Das ist einfach die Grenze erreicht. Es geht nicht mehr. Wo ich mir allerdings denke, naja, wenn du so reagierst, ist vielleicht der Ratschlag gar nicht mal so verkehrt gewesen. Aber gut. Who am I to judge, ne? Ja, ich hau ab. Ach, hör auf. Ich hab da keinen Bock drauf. Komm, lass uns eine Viertelstunde drüber reden. Ich hab da keinen Bock, dass Leute irgendwie unhöflich mich bevormunden und den Ton verlieren. Weil hey, beim nächsten Mal vielleicht ein Schnaps weniger. Du vergreifst dich gerade im Ton! Ja, genauso empfinden wir Zuschauer das auch gerade. Was ist denn dann bei dir? Jan, dir nehme ich eine ganze Menge übel. Das ganz zeigt die Reaktion. Bist du. Du bist drüber. Ist dir du sonst weh und du schädigst dir. Ah, nee, Mauro, ich habe schon gerade das Gefühl, dass du dich selber ein bisschen vorführst, weil ich glaube, da verlierst du selber ein bisschen den Ton, ne? Gar nicht mal so cool. Aber Ronald versucht alles, um Mauro zu halten, aber der hat auch einfach keinen Bock und will einfach gehen. Okay, war schön mit dir, Tor. Ich meine, du hast einen gut gehenden Antiquitätenladen, aber du verlierst Zehntausende jetzt, ne? Das weißt du schon, ne? Alter, ich bin 1,5 Millionen schwer. Ich bin nämlich Trödelhändler im TV und das seit Jahren. Da macht man richtig Para. Anscheinend, also dann hat er die Sendung ja mal gar nicht nötig gehabt. Er war echt nur für die Erfahrung also da. Wow, ja toll, und dann ist er direkt weg. Deswegen holen die immer Stars, die das Geld brauchen, damit die nicht abhauen können. Ha, ergibt Sinn. Überraschend, aber reisende Leute, soll man nicht aufhalten. Das Format bringt die schlechtesten Eigenschaften der Leute zum Vorschein. Und das stimmt. Normalerweise lassen die sich aber so Zeit bis Folge 5 oder so. Und hier ging das mal richtig schnell, ne? Normalerweise dauert das nach meiner Erfahrung 4 bis 5 Tage. Jetzt schon nach 3 Tagen. Geil. Der Ronald. Geil. Ich glaube, der ist wirklich in so einer Sendung, einfach nur, weil er es geil findet. Weil er sich das alles angucken will und sich dann wieder einen ablacht. Das erinnert mich gerade bei Promis unter Palmen, bei diesem Wiedersehen, wo er einfach nur in die Kamera sich die ganze Zeit kaputt gelacht hat, was da abging. Ich lieb's. Am nächsten Tag macht Jan allerdings auch eine katastrophal schlimme Entdeckung und ja Leute, sie ist katastrophal und schlimm. Wenn man jetzt hier bis zum Schluss bleibt, ne? Dann heißt das auch, fast 4 Wochen kein Gewichs oder gebumst. Oh mein Gott, nein, das ist das größte Drama, was es gibt. Ja, der Druck ist dann bestimmt da und dann drehen alle nochmal mehr am Rad. Alle denken sich auch so, ja, lass mal jetzt über das Thema sprechen, richtig cool. Das möchte ich mit meinem neuen Best Buddy bereden. Wir skippen das natürlich, weil die nächsten Kandidaten kommen. Höflich, die Person winkt schon mal. Aber es ist, glaube ich, ein Mann. Oranges Oberteil. Es war ein männliches Winken, ja. Oranges Oberteil. Männliches Winken, was ist männliches Winken? Das hier, Leute, wir merken uns, ist männliches Winken. Es muss ein Mann jetzt kommen und es kommt, naja, kein Mann. Nein, das war eine Frau. Ach geil, eine Frau. Hi. Hallo. Yassin. Hi, freut mich, Sissi. Sissi, hi. Komm her, Sissi. Ach, und Sissi kennen wir doch noch aus der letzten Sommerhausstaffel. Das ist ja aber schön. Lieb's trotzdem, wie alle nochmal gucken. Oh, das ist eine Frau und das in dieser Farbe. Ich glaub's ja immer noch nicht, aber gut. Aber wir kennen Sissi ja trotzdem schon. Müssen wir eigentlich auf dem Kanal hier nicht vorstellen. Aber komm. Hi, ich bin Sissi, bin 25, komme aus Recklinghausen. Man kennt mich eventuellerweise aus der letzten Sommerhausstaffel. Da war ich nämlich mit meinem Verlobten Ben. Und wenn wir kurz drüber nachdenken, dass meistens hier Erzfeinde neu einziehen, naja, ist das jetzt ja ein bisschen doof, ne? Mein absoluter Worst Case, mit dem ich hier in der Saale meine Zeit verbringen müsste, wäre jemand wie Mike aus dem Sommerhaus. Na, dann drücken wir doch jetzt mal alle ganz schnell die Däumchen, dass das nicht passiert. Aha! Weil ich bin, wie ich bin authentisch, ich habe das Herz am rechten Fleck, ich habe jede Menge Power und habe Bock, das zu rocken und vor allem bin ich real. Okay, wir halten es fest. Sie ist, wie sie ist authentisch und vor allem ist sie real. Also wenn man wirklich klarstellen will, dass man nicht fake ist, dann so. Bitte immer. Das
ist ein bisschen over the top vielleicht. Da tatsächlich aber nicht jedem Sissy ein Begriff ist, muss sie sich nochmal vorstellen, woher sie kommt, in welcher Sendung war sie. Und alle so, ah, okay, die Sendung haben wir mitbekommen, allerdings war der Fokus halt woanders. Ach so, du warst bei dieser Staffel, okay, genau. Okay. Lars Dominik, ja, also die ganzen. Aber Sommerhaus ist schon krass, harte Nummer, oder? Crazy. Ja, das war hart für die sensible Elite. Ach stimmt, Elena war auch mal im Sommerhaus und hat das krass gut gewonnen. Ja, dann rockt sie es wahrscheinlich schon wieder. Ja, ich bin komplett schockverliebt. Sie strahlt, sie ist wunderschön, toll angezogen, gepflegt, schöne Zähne, tolle Augen. Tolle Farbklamottenwahl, alles toll, alles super. Ich hoffe, Jan Like ist jetzt nicht schockverliebt, weil darauf hätte ich gar keinen Bock, wenn der da jetzt die ganze Zeit hinterher schmachtet. Nee, will ich nicht. Geh weg! Das Thema, was natürlich dann die meisten beschäftigt, ist so, ey, wie war es mit diesem Psycho-Mike eigentlich im Sommerhaus? Alle reden darüber und Sissy ist immer noch so ein bisschen, sie hat ein bisschen Sorge, ne? Mike, der bei wäre auch mein absoluter Horror, wenn er reinkommt. Weil der richtig, nein, das wäre richtig geil, wenn der asozial gegen Ben geschossen hat. Und wisst ihr, warum Elena das geil findet? Die so, weil dann kann ich so richtig austeilen, wenn der irgendeine Scheiße baut. Und das wollen wir doch wirklich sehen, Leute. Darauf haben wir alle Bock. Und vielleicht wird er sich dann doch wieder zusammenreißen, ne? Ich bin auch so ein richtiger Controlletti, also ich bin Steinbock. Also ich habe jetzt hier drin sogar Geburtstag. Ach, nee. Ich mache vegane Snacks. Ich mache vegane Snacks dann an deinem Geburtstag. Vegane Snacks für alle, okay? Und alle so, ja, Chester, du bist Veganerin, es ist okay. Du hättest auch einfach sagen können, du machst die Snacks. Das hätte auch gereicht. Später kündigt dann Tessa aber nochmal an, dass sie auch nochmal ein bisschen was kochen möchte. Weil sie allerdings gerade am Rauchen ist, ist das halt so eine Kombi, die für manche problematisch ist. Ich wollte für Nina und mich kochen in erster Linie. Wenn jemand mitessen will, ist er gerne eingeladen. Gar kein Problem. Okay. Ja, aber könnt ihr dann bitte Hände waschen wegen dem Rauchen zu, weil ich finde das voll eklig. Ja, so. Als würde ich jemals irgendwie meine Hände nicht waschen, wenn ich... Wenn ich hier kochen würde, was ist das denn wieder für eine Unterstellung? Da raste ich ja schon wieder aus. Elena hat das doch nur angesprochen. Ich meine, es war vielleicht auch ein bisschen unnötig, weil man eigentlich voraussetzen sollte, dass das Leute tun sollten. Allerdings in Reality-Formaten weiß man auch, man sollte sowas vielleicht trotzdem nochmal ansprechen. Das schadet ja nicht, ne? Und guck mal, ihr habt hier eine ganze Tüte Schrimps. Ja, gönnt euch den Shit. Gönnt euch. Ja, das ist gut. Gönnt euch die toten Tiere. Tessa, ey, das sind diese unangenehmen Veganer. Ich meine, im Kern hat sie recht. Ja, es sind tote Tiere. Es ist nicht geil. Sollte man bla bla bla. Aber das den Leuten immer so vorzuhalten, von so einem hohen Ross, da hat keiner Bock drauf. Niemand. Also ich weiß nicht, ob ich kotzen soll oder kotzen soll. Es taucht allerdings wenig später für die Kandidaten noch ein großes Geschenk auf oder eine große Geschenkbox. Und alle waren so, was ist da drin? Oh mein Gott, die bewegt sich. Wow. Ist sie? Ja. Das ist dein Geburtstagsgeschenk. Ey, wäre ein bisschen verfügbar. Dein Mann, seht ihr, da ist jemand drin. Ja, dann auch mal herzlichen Glückwunsch von uns, Sissy, würde ich mal sagen. Öffne mal die Box. Es ist was Tolles für dich drin. Flügner! Es ist der Mike. Oh, fuck. Der Daumendrücken hat anscheinend jetzt nichts gebracht. Aber gut, er ist da. Ich versuche ihn wirklich, Leute, in den Folgen so wenig wie möglich zu beachten, weil ich würde irgendwann, glaube ich, ausrasten, weil das, ne, wir kennen es noch aus dem Sommerhaus. Ne? Wenn das nicht kennt, hier, guckt euch Sommerhaus an. Oder auch nicht. No, er ist schrecklich. Allerdings ist jetzt die Situation, er ist jetzt halt da und alles so, oh fuck, wir haben gerade noch über den hart abgelästert und alle keinen Bock. Und er sitzt da so, hi, und alle so, hi. Und er so, hi, und alle so, ah, hi. Ich will auch, ich habe auch gar keinen Bock auf Fake High und so. Voll geile Erwartungen. Yes, es rappelt im Karton. Und dann geht der Karton komplett auf und dann steht er da. Und niemand ist begeistert. Vor allem Sissy nicht. Ja. Das ist der Moment, der irgendwie creepy ist. So. Normalerweise ist der Moment halt nicht creepy, Mike. Aber weil du da bist, ist er halt creepy. Sorry. Ich bin hier, um ich zu sein. Und um auszutesten, wie sehr habe ich mich jetzt hier im Griff. Und ihr alle seid meine Versuchskaninchen. Finden wir es mal heraus, ne? Und wenn es schief geht, naja, sind wir da erfahrungreicher. Toll. Ich habe mich um 360 Grad geändert, ja. Die heißt Ex on the Beach, ne? Und für Sissy muss das so ein Gefühl sein wie bei Ex on the Beach, ne? Das ist zwar nicht dein Ex, aber trotzdem dein Ex-Feind wird zum aktuellen Feind. Und zack hat Ronald Schill eine neue Sendung geboren. Ex on the Beach, wo nicht Ex-Partner, sondern Ex-Feinde zusammen angeschwemmt werden. Geil. Das ist ja schon geil. Man merkt gerade, wie viel Energie mir das irgendwo nimmt. Und das tut mir auch super leid direkt. Da stell mir vor, du gehst jetzt auf so eine Sendung und denkst dir so, oh, Traum, Strand, Traum, Sala, Traum, alles Traum, toll. Oh mein Gott, yeah, ich hab bald Geburtstag, ich will ein neues TV-Format. Oh mein Gott, das ist voll schön hier. Und dann kommt der Mike und du so, ja, waren schöne 2 Stunden. Hoffen wir mal, dass es bald wieder geht, ne? Ich finde schon, dass er irgendwie was Linkes im Blick hat. Aber ich möchte ihn halt auch noch nicht vorverurteilen, weil
ich mir das Recht nicht rausnehmen will. Moment, war Jan nicht derjenige, der die ganze Zeit im Internet gegen irgendwelche Leute schießt und irgendwas rumverurteilt? Aber sobald er jetzt ihn persönlich kennenlernt, will er sich erstmal noch zurückhalten, obwohl er ja auch Ausgangsmaterial zum Verurteilen hat? Alles klar. Finde ich vollkommen fair. Richtig gute Einstellung. Ich weiß, was du für ein Mensch bist, okay? Ich muss dir sagen, der erste Eindruck ist jetzt komplett normal. Aktuell so. Es ist halt okay, einfach sein Naturell, dieses super charmant sein und nett. Ich bin wie. Also das ist alles andere als sein Naturell. Ich habe den, glaube ich, seine ganze Karriere von dem leider verfolgen müssen, weil der war bei Temptation Island als Verführer mal und ich fand ihn da schon super weird. Er war, na, jetzt im Sommerhaus. Ich glaube, der war auch anders mal irgendwo. Und immer, wenn ich den gesehen habe, denke ich mir so, wie kann man jemals auf ihn reinfallen? Weil er strahlt schon einfach die pure Boshaftigkeit aus. Vielleicht bin ich jetzt auch ein bisschen noch subjektiv, aber ich fand ihn schon, als ich das erste Mal gesehen habe, wusste ich so, no, 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 no. Wie kann man den jetzt als sagen, oh, das ist ja naturell, er ist so charmant. Nein. Natürlich wird am Abend aber nochmal ein bisschen gequatscht und man will sich auch ein bisschen austauschen. Und da haut Sissy nochmal ein bisschen was raus, weil es ja YouTuber gab, was ich auch ein bisschen verurteile, die Mike ja eine Plattform gegeben haben und da entsprechende Interviewsituationen gekommen sind, wo Mike sich einfach immer wieder frei geäußert hat, ne? Sondern für deine transphobe Aussage, die du in diesem 2 Stunden YouTube-Video gemacht hast, gegenüber Ben, dass er kein richtiger Mann sei. Da wünscht die Sissy einfach vom Herzen eine gute Entschuldigung. Und wenn wir wissen, wenn es Menschen gibt, die vom Herzen eine gute Entschuldigung geben können, ey, ja, dann ist es ja dein Mike, ne? Genau. Ich würde mir in dem Fall das Video tatsächlich nochmal anschauen, aber wenn das so war, dass das so rüberkam. Aber sowas weiß man doch, so, Digga. Wenn es so war, dass es so rüberkam, dann werde ich das natürlich richtig stellen. Das ist übrigens die geilste Entschuldigung, die wir bekommen haben. Mehr kriegt sie erstmal nicht. Und das ist auch echt nicht geil ausgedrückt wieder. Was soll das, diese Anschuldigung? Weil es ist nicht so. Mein Umfeld ist kunterbunt. Das sind auch mal die geilsten. Ey, ich bin nicht homophob, ich bin nicht transphob, ich kann gar nicht rassistisch sein, weil ich habe auch Freunde im Freundeskreis, die so sind. Dann geht es nicht. Mm-mm. Mm-mm. Doch. Das ist, glaube ich, jetzt nicht nur auf Mike gemünzt, auch ein allgemeines Problem unserer Gesellschaft, dass viele einfach nicht checken, dass man auch problematisch homophob oder rassistisch oder sonst was sein kann, obwohl man es nicht will, aber trotzdem ist. Damit muss man sich auseinandersetzen, glaube ich. Aber das ist ein anderes Thema. Um die Situation aber wieder ein bisschen aufzulockern, kommt der Starblitz, wo die Kandidaten sich dann zu einer bestimmten Frage ranken müssen und dann später kommt eine Auflösung, die immer ganz anders aussieht als das Ranking der Stars. Wer ist so famegeil, dass er dafür sogar über Leichen gehen würde? Oh. Das klingt auch wieder so nach einer Frage, die eigentlich offensichtlich leicht zu beantworten ist, oder? Super easy. Ja. Du auf 3 bist? Ja, ja. Okay, wenn du damit cool bist. Also der Fame, mein Segen habt ihr. Ronald Schill auf die 3. Also auf Platz 1 und 2 sind Tessa und Elena, aber Ronald Schill auf die 3? Wer macht sowas? Wer denkt denn an sowas? Nein. Elena, most fame geil ever. So also glauben die Stars, schätzen die Zuschauer sie ein. Ja gut, da muss ich jetzt irgendwie nichts zu sagen. Ich verstehe nicht ganz, wie man Mike jetzt auf Platz 6 oder 7 stellen kann, weil ich mir denke, er ist doch der fame geilste von allen wirklich da drin. Also offensichtlich. Aber gut, mal gucken, was die Zuschauer so sagen. Platz 1. Mike. Nein! Ich? Oh, scheiße. Ich wollte doch nicht der Fame-Geilste sein. Fuck, es ist rausgekommen. Aber ich glaube, jemand macht nicht so einen charakterlosen Bullshit im Fernsehen, um Fame zu kriegen. Und wenn, dann ist der krass dämlich. Jan, das ist halt aber auch das Problem. Stell dir mal vor, du bist einfach ein Arsch. Was willst du denn machen, wenn du ins Fernsehen willst? Da kannst du nur der Arsch sein. Also, so läuft's leider. Um aber nochmal zu erzählen, wie cool und wie fame und wie geil man ist, versucht dann Jan auch nochmal ein bisschen was aus dem Nähkästchen zu plaudern und haut da Stories raus, wo man sich denkt, hä, wer hat's bezahlt? Ich habe irgendwann zu meiner Hochzeit 10 Bookings im Monat gehabt, Minimum. Und ich habe pro Booking für 60 Minuten DJ-Show 10.000 Euro gekriegt. Sprich, er ist auch locker 1,5 Millionen schwer und ist nicht wegen des Geldes in der Sendung? Oder was? Wo ist das ganze Geld? Bei falschen Beratern, bei falschen Freunden, vieles im Wettbüro. Ich war spielsüchtig, bestimmt 200.000, 300.000 Euro verzockt in meinem Leben. Was? Das ist so wieder so Summen, wo ich mir denke, okay, fuck. Also cool, dass man das hier anspricht. Ey Leute, es ging auch dann einfach schief. Ich hatte einen Höhenflug, war dumm von mir, bla. Aber es sind so Dinge, wo ich mir denke, ey, wenn du einmal so viel geil viel Cash hast, also richtig viel Cash, dann nimm doch wenigstens einen Bruchteil und kauf dir Häuser oder Wohnungen, um für immer ausgesorgt zu haben. Aber nein, lieber alles para haben, raushauen, wie es geht und dann in so eine Sendung müssen, weil man kein Geld mehr hat. Ich weiß nicht, ob ich lachen soll. Sorry, ich muss gerade lachen. Apropos Geld, das irgendwann weniger wurde. Es gibt in dieser Sendung auch ein kleines Problem, weil das vegane Essen wird auch irgendwann weniger.
essen gerade die dritte, letzte Packung vegan Nuggets, wo ich mich noch gefreut habe, dass überhaupt noch eine übrig ist. Die essen die jetzt gerade. Was übrigens komplett gelogen ist. Sie haben sie nicht gegessen, sie haben sie gerade erst zubereitet gesagt. Tessa, möchtest du mit essen? Und Tessa so, ihr esst hier gerade die veganen Nuggets, ihr macht die veganen Nuggets zu mir? Tessa, du willst doch dauernd, dass alle vegan essen. Dann essen sie vegan und dann ist auch nicht gut. Mensch. Vor allem hätte sie einfach mitessen können. Nein, sie wollte sich jetzt aber beschweren. Sie will sich darüber aufregen. Und das tat sie dann auch. Und alle so, ey Tess, das sind auch nur Nuggets, ne? Am nächsten Tag, weil Sissy gemerkt hat, ey, Mike und ich wollten nochmal reden. Er hat es doch angeboten am Abend zuvor. Ey, lass doch am nächsten Tag nochmal reden. Will sie dann auf ihn zugehen, weil es ihr einfach zu lange dauert. Und sie hat auch irgendwie mehr den Drang zu reden, weil sie ihre Entschuldigung haben will. Möchtest du das abends machen oder sollen wir eben quatschen, wenn du fertig geraucht hast? Ja, komm, dann rauche ich fertig, dann setzen wir uns in den Schatten. Und dann sitzen wir da ganz kurz und reden irgendwas und dann verzeihst du mir eigentlich auch, ne? Das ist jetzt der Plan. Los geht's. Alles werden wir eh nicht aus der Welt schaffen. Aber wenn das so ist, dass das falsch aufgenommen wird, dann werde ich genau diese Szene nehmen, werde die cutten und werde dazu was sagen. Und es hoffentlich nicht viel, viel schlimmer machen. Ich liebe es aber auch, wie man es schon in dieser Aussage gemerkt, dass er nicht dazu stehen kann, was er gesagt hat. Also, dass er vielleicht auch einfach was Transphobes gesagt hat oder was Gemeines oder wieder was Herabwürdigendes. Dass er einfach sagt, ey, das habe ich gesagt, es war dumm von mir, es tut mir leid, das ist einfach falsch, ich will mich bessern, sorry. Das wär's, aber nein, also, oh, falls es rüberkam, nee, ich bin immer noch der Gute hier. Das ist keine Entschuldigung, Brudi, gar nicht. Bleib ich dabei, definitiv, ich hab da was gesagt und ich hab das so gemeint. Nur, es kam falsch rüber und ich glaube, ich hab mich nur falsch ausgedrückt. Boah. Ja, das glauben wir alle auch. Gut, lassen wir das Mike-Thema erstmal Mike-Thema sein. Es kündigt sich nämlich schon ein neuer Kandidat an. Warum kommen drei Kandidaten in einer Folge? Egal, komm ran, Brudi. Ach, das ist ja Desi Renick. Stimmt, beziehungsweise nein. Wie soll es Desi Renick sein bei diesem Oberteil? Elena, hast du mal nachgedacht? Ach. Hilf mir bitte auf die Sprünge. Ich bin kein Promi. Ich habe mich hier beworben. Ach du Scheiße, das ist doch jetzt nicht dein Ernst, oder? Wir kriegen jetzt nicht mal mehr Trash-Stars, die man nicht mehr kennt, sondern man kann sie nicht mal kennen. Oh Lord have mercy, no. Morgen, ich bin Enrico Elia, ich bin 20 Jahre alt und ich komme aus Wolfsburg und ich bin Wolfsburgs Influencer. Ich bin mir jetzt auch gar nicht sicher, ob er irgendeine Rolle spielt oder ob er jetzt auch so ist. Und also, ich glaube nämlich, so wie er sich jetzt auch in der Folge geben wird, so wäre ich, wenn ich da reingehe und so tun will, als wäre ich so ein... Nicht, ach, lass mal das. Wann hast du denn Geburtstag? 4.8. wie Obama und Queen Mom. Wie wer? Obama? Kenn ich nicht. Haben Sie eine Grundschule besucht? Ach du Scheiße. Okay, er hat schon mal den Grundintellekt eines richtigen Reality-Stars. Das ist schon mal geil, aber wow. Also, okay, aus ihm hätte auch einfach nichts werden können, glaube ich. Das ergibt Sinn jetzt. Euer nächstes Spiel steht an und hier werdet ihr wahrhaftig auf eine knifflige... Probe gestellt. Es gibt ein neues Bestrafungsspiel und die Kandidaten wurden wieder in Gruppen eingeteilt, um dieses Spiel zu spielen und das wird jetzt diesmal ein bisschen komplizierter werden. Wir freuen uns riesig. Und wie? Oh Gott, das ist ja mein Bild für die Götter. Also, wie die, das hat mich irgendwie ein bisschen fertig gemacht jetzt. Mhm. Ich will halt 500% geben und sie vielleicht 450. Nein, 100.000 und die teile ich mir geil ein. Und ich finde auch geil, wie Elena einfach so was Gemeines sagen will. So, boah, Tessa gibt nicht genug, aber will jetzt auch nicht fies sein, sagen sie gibt nicht 100% und sie gibt nur 450%. So, als ob das super schlecht wäre. Ja, gut. Gehen wir jetzt aber mal zur Aufgabe, die ist bestimmt super lustig. Mit Jan kann ich gut, mit Heinrich kann ich gut, das kann nur gut werden. Ja, eigentlich fühle ich mich wohl bei zwei starken, kräftigen Männern. Ja, Heinrich, das wäre jetzt auch mein unerwartetes Outing, aber... Gut, jedem das seine, ne? Spieler 1 flüstert die Anleitung ins Telefon, Spieler 2 hört sich's an und sagt dem Dritten, was zu tun ist. Und der muss dann einen IKEA-Tisch aufbauen. Das Witzige ist, keiner von denen sieht jeweils das Produkt, was gebaut wird, sondern sie stehen alle mit dem Rücken zu dieser Person und deswegen sind die Kombinationen richtig lustig, weil die Leute... Ey, das ist Stille Post Extreme, richtig. Einmal, Heinrich, mach bitte mal das Paket auf. Und ich liebe es, wie Heinrich denkt, erstmal alles hier mit der Ruhe. Das Cuttermesser ist scharf, wir müssen vorsichtig sein. Wir haben ja alle Zeit, ne? Hier so Holzblöcke sehen. Da muss ich muss ja erstmal die Schrauben reinmachen. Keine Schrauben, Holzblöcke. Bei den drei Löchern, das müssen zwei spezielle Löcher sein. Der darf sich da einfach irgendwelche Dinger da reintriemeln. Und Heinrich nur so, Schrauben jetzt, ne? Nee, Heinrich, kein Schrauben. Schrauben? Gut, Schrauben. Bei der Gruppe Tessa, Elena, Enrico und Ronald läuft es natürlich dann auch ein bisschen problematisch, weil Enrico und Elena dürfen aufbauen und Tessa die Anleitung mitteilen. Haben Sie das, Ronald? Ich glaube, ja. Richtig auf dumm.
Ja, die müssen das machen für Dumme, sonst verstehen wir das ja nicht. Was? Ich bin nicht dumm. Und Enrico so, ja, ich aber, deswegen, denk doch mal mit, Elena. Ich gebe jetzt aber mal ganz kurz ein Beispiel, wie Tessa auch ungefähr die Anleitung mitgeteilt hat. Hey Leute, da müsste ein langer Holzstab liegen, der längste von denen. Ja, haben wir. Der ist aus Holz. Ja, wir haben das in der Hand. Sag, Ronald, sag ihr, dass wir das in der Hand haben. Holz ist etwas, was von Bäumen kommt, Leute. Dann dieser Stab, ja? Wir haben diesen Stab. Da gibt's noch einen zweiten von... Der sieht genauso aus. Haben wir. Wir haben beide. Genauso bedeutet, dass die exakt gleich sind. Sagen wir so, sie kam nicht in die Pötte. Ein rechteckiges, großes Loch, das musst du freilassen. Weil das kommt gleich. Machen wir erstmal die Lehne dran. Jetzt kommt erstmal die Lehne dran. Und Mike hört gar nicht zu, sondern baut auch einfach mal den Stuhl auf. Und denkt sich so, mir doch egal, was sie so erzählen. Richtiges Teamwork. Richtig gut. Irgendwie zusammenbastelst, dass es uns beide hält. Aber nicht wirklich mit Anleitung. Mit Anleitung wird das nichts. Ich weiß, wie es gehört, aber... Und deswegen baue ich das jetzt alleine weiter auf. Fuck it. Ja, und Heinrich baut und baut. Und die beiden anderen so, ja, dann telefonieren wir ein bisschen nett miteinander, ne? Hättest du Lust, dass wir es einfach nochmal nach Anleitung probieren? Der hält nämlich nicht, der Stuhl. Was ist die Antwort? Dass der Stuhl nicht hält. Heinrich möchte einfach mal weiterbauen. Er hat aber Probleme. Helft ihm doch mal. Naja, am Ende muss der Stuhl dann doch irgendwie passen und dann müssen die Kandidaten auch noch drauf sitzen können und oh, das ist aber auch anstrengend. Muss drauf, drauf. Und tatsächlich hat es geklappt und Mikes Stuhl hat gepasst, obwohl er kaum zugehört hat. Immerhin das. Verrückterweise hat das Team Elena Tessa es auch geschafft, den Stuhl hinzukriegen, obwohl Elena und Enrico da ein bisschen mehr rumgebastelt haben, als Hilfe bekommen haben, aber es hat geklappt. Naja, und Heinrich hat es eigentlich auch hingekriegt, nur nach Ablauf der Zeit. Da stand ein perfekter Stuhl in meinen Augen. Und dann hat sich der Heinrich auf meinen Schoß gesetzt. Erstens war das auch sehr schön. Hast du das gehört, Heinrich? Yasin ist auch bereit. Natürlich will man da mal aufsatteln. Allerdings gab es auch einen kleinen Fauxpas beim Team Elena Tessa, weil Enrico, oh, der hat sich so dreist geäußert. Das war ich, sehe ich doch nicht. Die Alte soll loslaufen, los! Respektlos ist es. Ja. Hat er schon Höhenflug oder was? Ja. Er hat einfach nur gesagt, die Alte kann schon loslaufen, los. Also es ist einfach so Slang-Umgangssprache in der Jugend. Das ist nichts Wildes. Aber die sind erstmal wieder am Judgen. Und er macht sich dann Sorgen, weil er es mitbekommt. Auch nicht schön. Da musst du echt... Da bist du so den Tiefpunkt und das... Ach, hier im Fernsehen muss gar nicht so... Oh, echt was? Ich habe fast Tränen, aber wenn ich sie wegwische, sieht's aus, als würde ich heulen. Ja, ihn macht es jetzt natürlich fertig. Allerdings kommt jetzt die Strafe, Leute. Weil ein Team es nicht geschafft hat, müssen sie 8 Stunden lang diese Scheiße hier machen. Eure Buße ist, ihr müsst es rieseln lassen. Und es wurde angekündigt, wenn sie es nicht schaffen oder nicht machen, gibt es eine viel schlimmere Strafe, die sie aber noch nicht kennen. Aus vergangenen Staffeln weiß man, das will man nicht. Das ist echt eine doofe Strafe. Aber Jan hat gar keinen Bock, das zu machen. Lass das Ding doch durchlaufen lassen. Ja, lass das durchlaufen. Mir ist egal. Nein, ich möchte das nicht. Ja. Wir können doch sagen, ey, wir lassen es durchlaufen, wir lassen uns überraschen. Aber Jon so, ja doch, aber ich aber, ne? Tschüss, viel Spaß dann. Und geht dann, weil er es viel witziger und cooler findet, weil er so eine doofe Aufgabe nicht machen will. Holt dann auch Leute in die Starbucks, wo dann die Produktion andeutet, ja, es kann ja alles passieren, ihr könnt ja auch zum Beispiel rausfliegen, wenn ihr jetzt das hier nicht macht, ne? Und Jon so, nein, nein, das machen wir einfach nicht. Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten. Ich würde dabei stehen bleiben. Lass sie nicht manipulieren, das ist Bullshit. Heinrich will die Aufgabe machen und kriegt dann von Jan gesagt, lass dich hier nicht von der Produktion manipulieren, mach es nicht. Ich liebe es, wenn Leute andere manipulieren wollen und dabei sagen, ey, lass dich aber nicht von anderen hier manipulieren. Beste, beste wirklich. Komm Heinrich, komm, wir gehen raus. Komm bitte. Ich würde es aber machen, ich bleib dabei stehen. Nee, nee, du bleibst da nicht stehen. Ich verbiete es dir, sonst bin ich nicht mehr dein Freund. Komm. Und was ist das jetzt sonst außer Manipulation von dem, weil er einfach keinen Bock hat, das zu machen und es denkt, oh, wie cool ist dieser Streit jetzt. Ach Gott, der geht mir manchmal jetzt auch auf die Nerven. Und da kenne ich ihn halt nur so, genau in dieser Stimmung, weil so hat er auch immer seine Videos gedreht. Was will denn die... Oh, ja, ihr... Und woher diese Aggression kam, das weiß auch kein Schwein, er dreht langsam ein bisschen mehr am Rad. Ja, ist jetzt halt so. Und der Zuschauer, der das jetzt alles mitgekriegt hat, was sie vielleicht rausschneiden, weil sie nicht die Eier dazu haben, das zu senden, was will der Zuschauer jetzt? Was will der Zuschauer jetzt? Ich glaube, der Zuschauer will jetzt gerade, dass du auf die Klappe hältst, weil das echt unnötig anstrengend ist. Tatsächlich machen die Kandidaten dann trotzdem die ganze Sandaktion da durch. Es ist super witzig, super spaßig. Es war jetzt auch nicht super spaßig, mein Gott. Aber wir haben es uns angeguckt, es ist dann vorbei. Jan beruhigt sich wieder und dann ist da schon wieder ein neuer Tag. Enrico möchte da nämlich nochmal ein bisschen erzählen, woher er so kommt, woher man ihn kennt. Man kennt ihn nicht, aber was er so macht und da hat er auch echt coole Sachen zu erzählen. Local Mikroinfluencer.
Und irgendwann kam das so mal mit der Zeitung und dann habe ich so darüber berichtet. Ich kann euch ja mal Zeitungsartikel zeigen. Ich habe welche dabei, wolltet ihr mal sehen? Ja, die wollen bestimmt alle deine ganz, ganz tollen Zeitungsartikel sehen. Weißt du, das sind Leute, die sind alle schon im Fernsehen gewesen. Eher so, Leute, ich stand mal in der Zeitung, guckt euch mal einen coolen Artikel an. Oh, das ist so traurig, das meinte ich mit, so würde ich mich darstellen, wenn ich die alle verarschen will. Aber ich glaube, der meint es ernst. Anyway, Leute, ein neues Safety-Spiel steht an, weil die drei neuen Kandidaten ja Leute rauskicken dürfen. Und das wird auch nochmal angekündigt. Für welchen Star bedeutet das Comeback der Kontrahenten heißt es. Okay, nochmal. Für welchen Star bedeutet das... Kennst du wieder nicht, ne? Nee, ich glaube, mit Bildung ist es nicht so bei dem. Was ich auch immer weird finde, weil warum folgt man Influencern, die wirklich nichts auf dem Kasten haben, wo man sich denkt... Hä? Das verstehe ich nicht. Wirklich nicht. Gut, Leute, ist ja auch egal, das Safety-Spiel steht wieder an. Wir gucken mal, was geht da wieder ab. Wir haben den großen Serienhit aus Korea für euch nach Thailand geholt. Sie spielen Squid Game! Und es war wirklich das Tintenfischspiel aus der letzten Folge. Allerdings, weil da nie jemand die Regeln verstanden hat, auch als sie es gespielt haben und erklärt haben, hat es nie irgendjemand verstanden. Die haben sich doch nur geprügelt. Spielen wir das so nicht, sondern sie müssen ein Hindernisparcours ablaufen, aus dem Mund dieser Puppe Wasser kriegen und den in ihren Bottich schmeißen. Dann kriegen die irgendwann einen Teil daraus und müssen das in einen anderen Eimer schmeißen. Ist ja super easy zu verstehen. Nochmal für kleine Yassins, durch den Parcours geht es zum Mädchen mit der Pumpe. Das Wasser in den kleinen Eimern fangen. Und dann auch richtig fair unterwegs sein. Gucken wir mal. Geh mal weg mit deinem Scheiß. Und weil es natürlich ein Kopf-an-Kopf-Rennen ist, wo die Kandidaten sich ein bisschen battlen müssen, naja, versucht dann Jan nochmal ein bisschen, naja, die Krallen auszufahren. Und dennoch kommt es jetzt zu einem schweren Foul. Hey! Aus dem Nichts. Also ich bin ganz safe, ganz normal an ihm vorbei. Und Yassin schlägt ihm den Eimer aus der Hand mit der Begründung, ey, das gehört halt zum Spielen, ne? Wir sind hier Kontrahenten, das ist nicht verboten, wir legen los. Yassin findet es noch witzig und ist so, hahaha, das ist ja gemein, aber na gut, spielen wir weiter. Und drückt sich dann halt für Jan ein bisschen ungut aus. Bist du ein Bastard? Bist du ein Bastard? Bist du ein Bastard? Sag nicht so. Hey. Ich meine, das ist auch wieder so ein Lauf mal, du Alte. Ich meine, der hat sowas gesagt wie, boah, du bist ja so ein Arsch. Was man halt so sagt, wenn man witzig unterwegs ist. Also ja klar, das ist eine Beleidigung, bla bla bla. Aber es ist halt nicht böse gemeint gewesen. Und dieser Angriff schon. Wie Yassin auch guckt so, wow, was geht denn jetzt ab hier? Er wird voll körperlich. Also als ob er da irgendeine Rechtfertigung zu hat. Ich, daraufhin musste ich ihm kurz seine Leviten lesen. Habe ihn kurz mal weggecheckt. Als großer Bruder hat man so ein bisschen das Hausrecht und darf halt nicht irgendwie angepisst werden. Oh mein Gott, was ist das denn jetzt wieder einstellen? Das macht ihn nur noch schlimmer. Der so, ja, hat er sich verdient, dass ich den halt so angehe. Nein, hat er nicht. Das ist die gleiche Begründung wieder wie bei Lloyd mit Will Smith, wo der denn dann voll eine drüber gescheppert hat mit der Ohrfeige und alle sagen, boah, voll cool, der hat nur seine Frau verteidigt. Nein, es gibt einem nicht das Recht, wenn man sich angegriffen fühlt, jemanden auch anzugreifen oder körperlich zu werden. Nichts gibt einem da das Recht. Na gut. Glücklicherweise hatte Yassin aber die Größe und sich entschuldigt, so, ey, ich hätte dich nicht Bastard nennen sollen, sorry, und war alles gut, und der hat dann selber nicht übel genommen, was einfach voll für Yassin spricht. Aber auch Jan hat gemerkt, oh, ich glaube, ich bin hier gerade ein paar Sympathiepunkte runtergegangen, ich muss jetzt für die anderen ein bisschen mehr kämpfen. Gib auf, reicht es? Yes! Danke. Der hat in Elenas Behälter Wasser reingekippt, damit die ihre Figur kriegt und hat nicht mehr für sich gekämpft, weil dann wirkt er ja sympathischer. Das wirkt nicht sympathisch, das wirkt berechnend. Hasse ich. Tatsächlich hat Elena das Spiel dann dadurch aber auch gewonnen, weil sie halt am schnellsten war und am ehesten was in den Topf reinwerfen durfte. Und ja, wir sind begeistert, ne? Das war also die totale Verschwendung, dass Elena gewonnen hat, weil niemand hätte es gewagt, sie zu nominieren. Ja, das stimmt allerdings dann auch, ne? Gut, wir skippen dann jetzt aber auch ganz schnell vor zur Nominierung, wo dann natürlich wieder hier, ne? Wie heißt die Moderatorin? Die hat ihren Namen gerade gelöscht. Ich wollte gerade Sevi sagen, aber es ist nicht Sevi, es ist Kati Hummels. Ja, wir ignorieren sie. Ich skippe auch immer eine Folge. Alles weg mit ihr. Und wir kommen direkt zur Entscheidung von den drei Neuen, wer rausfliegt. Deshalb, wir haben uns heute für dich entschieden. Weil du uns einfach auf den Sack gehst mit deinen veganen Nuggets. Und während sie gerade ihre große Abschiedsrede hält, kommt dann das hier. Der Starblitz. Oh nein, was bedeutet das? Bei Nominierungen im Regelfall nichts Gutes. Ich spüre es. Der Mauro... unerwartet die Sendung verlassen hat, wird in dieser Stunde der Wahrheit kein Star die Sala verlassen müssen. Und Tessa bleibt! Yay! Ich kotze im Strahl.
Na gut, müssen wir jetzt auch mitleben, ne? Ja, Leute, und das war's tatsächlich erstmal wieder mit der Folge gewesen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten schreibt mir eure Gedanken in die Kommentare. Hier könnt ihr auf andere Sachen draufklicken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.